Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit auch einer Baby-Challenge. Und ihr seht schon, die Kameraeinstellung ist neu. Und ja, ich habe es endlich geschafft, dass mein Regal hier fertig ist. Und dass wir jetzt hier schön eine neue Kameraposition haben. Weil ich wollte da schon immer so ein bisschen mehr geradeaus haben, weil ich finde das einfach schöner. Und ja, ich freue mich total. Und wir sind natürlich hier bei Melody, die schon wieder gegangen ist. I don't know. Sie hat sich eben um ihr Baby gekümmert, die wir am Sonntag altern dürfen. Und ja, da sind wir auf jeden Fall bei, ne? Wir spulen einfach mal ein bisschen, denn ja, es gibt halt nicht so viel zu tun, ne? Also die Kiddos sind ja unterwegs hier. Ja, und sonst, gibt es jetzt nicht so viel hier zu machen im Leben. Deswegen trinke ich einfach meinen Eiskaffee währenddessen. Und ja, das ist eine Hello Kitty-Tasse. Wehe, jemand judged mich hier. Das habe ich schon ja fast vergessen, Alter. Wir wollen ihren Geburtstag feiern, ne? Ja. Können wir ja dann einfach morgen machen. Am Rauferei der Nachbarschaftstag. Wir machen einfach ein Ereignis. Wir müssen ja nicht unbedingt ein Prestige-Event hier haben. Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Und dann feiern wir Melodies Birthday. Und die Kinder, die bei uns wohnen, die kommen ja sowieso. Und sonst lade ich halt irgendwie noch Kinder ein, die ich hier so gerade finden kann. Ich gucke mich einfach mal um. Das alles brauchen wir nicht. Wir machen unseren eigenen Kuchen. Und wir werden auf jeden Fall auch zu Hause feiern, weil ich sehe nicht ein, irgendwo anders hinzugehen. Und wir machen das einfach schon um 10. Yay! Oh mein Gott, ich will nicht. Aber sie kriegt dann ja erst in weiteren 10 Kindern ihr nächstes Makeover. Deswegen, ja, müssen wir mal gucken, wie das hier wird. Wie geht's euch denn? Urs ist Zweierschüler. Samuel ist Einsatzschüler. Okay, dann kann er leider nicht zu meiner Party kommen, weil ich ihn jetzt ja nicht extra eingeladen hatte. Aber passiert. Ach, er hat noch nicht Level 3 erreicht, sonst wäre er auch schon ausgezogen. Naja, dann kommt er halt einfach nicht zu der Party. Er hat keinen Bock oder so. I don't know. Oh mein Gott, als ob er jetzt noch gefurzt hat vorher. Was ist sein Problem? Ach, schön, dass du jetzt Geburtstag hast. Dann kannst du gehen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und du bist noch ein Katzenfreund geworden. Hat er wenigstens sich nur Negativmerkmale hier. So, und dann gehst du jetzt. Tschüss. Die Kids spielen hier gemeinsam. Oh ja. Warum sind die alle blond? Perfekt. Also es sieht aus, als wären die wirklich hier Geschwister. Bei den anderen ist es ja mal so, mal so, mal so, mal so. Deswegen krass. Habt ihr schon wieder Hunger hast oder hast du nur Bock auf Kuscheln? I don't know, bro. Sag's mir einfach. Ich habe gerade überlegt, weil ich hier nochmal die Robotik-Werkbank gesehen habe. Und ich hatte ein Video gesehen über die Servos. Also es ist ja der englische Name von diesen Putzrobotern und so. Und ich hätte schon irgendwie Bock, einen zu haben. Aber die nehmen ja einen Platz im Haushalt ein. Das ist halt das Doofe. Weil eigentlich wäre es schon cool, einen im Haushalt zu haben. Aber dann hätte ich halt schon wieder nur Platz für 6 Kinder. Und das macht halt schon einen Unterschied, ne? Wir gucken mal, wie weit sie mit ihrer Fähigkeit irgendwie dann noch kommt und so, weil ich glaube, man kann das erst Level 10 oder so machen. Und deswegen, da sind wir ja noch lange nicht, weil die Fähigkeit steigt ja auch gar nicht so schnell. Wir sind jetzt Level 6 so und es steigt ja immer nur ganz, ganz minimal, wenn man bastelt und so. Und deswegen, ja. Was? Irgendwas ist kaputt? Ernsthaft? Was denn? Was ist kaputt? Ich repariere das schon selber. Wir brauchen keinen, der uns hilft. Ach so. Ja, das schaffen wir alleine. Kann ich ihr nicht einfach just go away sagen? Oh mein Gott, warum ist diese Dings nicht da? Dann sagen wir ihr gleich just go away und dann... Okay, sie geht schon von alleine. Na dann! Weil, ganz im Ernst, wir machen das selber. Wir wollen unsere eigene Fähigkeit hier hochbringen. Weil ich möchte ja so viele Fähigkeiten, wie es irgendwie geht, auf Level 10 bringen. Beziehungsweise die maximieren. Und ja, habe ich halt auf jeden Fall Bock drauf, wenn das halt dann dazu kommt. Ne? Wir können auch irgendwann nochmal angeln gehen und so. Ich meine, das Geld brauchen wir nicht, aber können wir ja theoretisch dann im Kühlschrank legen. Und halt dann Essen damit immer kochen. Es gibt mittlerweile auch ziemlich viele hier Sachen, ne? Schon krass eigentlich. Warum der Drahtzieher? Was heißt das? Ja, das passt tatsächlich ganz gut zu ihr. Auch wenn sie ja eigentlich eher der soziale Mensch ist in dem Sinne. Aber ist okay. Wir können das natürlich auch theoretisch ändern und so, aber eigentlich kümmere ich mich nicht so krass darum. Weil der Drahtzieher passt tatsächlich jetzt doch schon auch ganz gut zu ihr. Deswegen lassen wir es einfach. Toll, das Projekt wird von Samuel. Toll. Das bringt mir jetzt natürlich nicht so viel. Dann muss ich das halt wohl verkaufen. Als ob er noch gar kein Bett hat.
Der Urs. Doch, da. Hä? Warum wurde mir das gar nicht angezeigt? Ich dachte gerade schon so, hä? Als ob ich dem kein Bett gegeben habe. Ich habe einen Geist gehört und dieser Geist kann direkt gehen. Nope, girl, no. No, 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 no. Hauferei in der Nachbarschaft ist einfach so unfassbar dämlich, ne? Aber wir können ja in der Familie da ein bisschen kämpfen. Mut! Huch, was sind das denn für Punkte? Was? Urs hat erfolgreich ein Objekt gestohlen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Was für ein Objekt von wo? What did you do? Und vor allem, warum? Er ist einfach Recycling-Fan. Er hat noch nicht mal irgendwie eine Fähigkeit, also so ein Merkmal, wo er dann Sachen klaut. Was soll das? Und vor allem ist das jetzt in meinem Inventar? Was soll denn der geklaut haben? Holzarbeit unfertig. 52 Teller. Ich hasse es so sehr, ne? Nee, das können wir dann auch entfernen. Jetzt. Wow. So oft gucke ich hier anscheinend ja nicht rein. Moody ist auch wach und geht erstmal an den PC. An ihrem Geburtstag. Wie wär's, wenn du dir einen coolen Kuchen backst? Für dich selber. Was haben wir denn hier so Schönes? Ich möchte halt was Cooles haben. Mehrstöckige ich weiß nicht, kann man den SimCity-Käsekuchen mit Kerzen dingsen? Also, dass das halt... Also, dann bestücken mit Kerzen. Wir versuchen es einfach, weil SimCity-Käsekuchen klingt sehr, sehr lecker, to be honest. Oh, ich habe so viele Probleme in meinem Leben. Ich bin gruselig. Was? Sieh zu, dass dich keiner sieht. Ja, bitte. Oh, wenn du so fuhrst, kann ich es mir vorstellen. Das, oh mein Gott. Ich weiß, du magst es nicht, aber ich habe dir Geld geschickt. 96, wuhu. Oh, man kann schon einen Balken sehen hier bei Ökologie. Kack. Finde ich nice. Wenn der Kuchen nichts wird, dann können wir den ja trotzdem als Geburtstagskuchen nehmen, aber sie pustet dann halt von den anderen Sachen. Hier, kannst du das säubern? Ja, ja, los geht's, kein Ding. Kann man da... Ja, man kann Kerzen drauf machen. Nice. Und jetzt sehen wir auch sie in ihrem richtig sexy Look. Oh mein Gott. Wieso hat sie einen Pickel auf der Nase? No. Aber sie sieht so unfassbar gut aus, ne? Oh, ich schwöre. Sie ist absolut einer der schönsten Sims, die ich jemals erstellt habe. Kann er jetzt trotzdem vielleicht erst einfach mal säubern, so? Wie wär's? Wir haben schon ein paar cute Kinder hier, so, ne? Also kannst du nichts gegen sagen. Ein paar Leute haben wir schon ewig nicht gesehen. Manche ist noch nicht so lange her. Ach ja. Jetzt sind so viele Sims hier, dass das zwischendurch richtig abspackt mit meinem Aufnahmeprogramm, dass er sagt, oh, das ist zu viel für mich. Und ich so, Bruder, übertreib's nicht. Wir kriegen das schon hin. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, sie kann sich etwas wünschen. Und dann können wir noch ein bisschen fighten. Woo! Okay, okay. Melody ist älter geworden, erwachsen sein, Träume verwirklichen, die Planung des Ruhestands und die Midlife-Crisis warten. Das ist der perfekte Zeitpunkt, damit zu beginnen, auf lebenslange Ziele hinzubearbeiten. Nämlich 50 weitere Kinder. Oh. Aber wir haben schon hier ein paar sexy Schnitten auf jeden Fall dabei, ne? Also wenn ich mich hier so umsehe. Hallöchen. Ich kann mich nicht immer an alle Namen erinnern, aber das ist unser erstes Kind gewesen, ne? Also, ja. Manche sind jetzt, wie gesagt, schon länger dabei, manche halt noch nicht so lange, aber das ist halt schon krass, ne? Was hier schon so alles passiert ist in unserem Leben. Boah, kann dieses Kind einfach die Fresse halten? Mein Gott, ey. Komm, alle talken jetzt miteinander, das ist für süß eigentlich. Wir kriegen ganz viele Geschenke, oh mein Gott, Hilfe. Okay, dann können wir uns jetzt ja mal mit ein paar Leuten boxen, weil ich würde gern, dass wir hier fertig kriegen im Leben. Lass mal kämpfen, Brudi! Und ich so, okay, läuft. Oh nein, jetzt singt unser Ruf. Nein! Traurige Welt hier. Ich meine, es ist halt der Feiertag. Den feiern wir einfach. Sie verprügeln einfach ihre Kinder. Mut auf jeden Fall. Hier, willst du der Nächste sein? Ja, die umarmen sich danach ja auch eigentlich immer direkt. Deswegen, eigentlich ist es dann nicht schlimm, oder? Yay, we did it. Nice, alle essen Kuchen. Oh, das ist voll schön. So viele, also wirklich, wirklich viele Leute da zu haben. Ich meine, klar, ein 8er Haushalt ist natürlich auch ziemlich groß und so, aber... Ist schön, halt mal mehrere Kinder von einem hier zu haben. So, alle anderen sind jetzt schon weg. Und ja, jetzt zocken die nochmal eine Runde miteinander. Oh, süß, einen Zahn verloren. Oh, süß. Das habe ich ja nicht gesehen. Und das, oh mein Gott, das, oh, das ist schön. Okay, es ist Sonntag, alle sind wach. Wir können die beiden jetzt älter werden lassen. Aber ich style die dann offscreen um, weil ich wieder kaum Zeit mehr übrig habe. Hello? Oh, ein Charmeur. Oh mein Gott, sie sieht unendlich süß aus. Oh, Bibi. Und du bist Heike. Na toll. Wir werden uns das nächste Mal drum kümmern, dass wir wieder schwanger werden. Denn wir haben 6 im Haushalt. Das heißt, 2 passen rein. Das heißt, wir können definitiv ein Kind zeugen.
Aber darum kümmern wir uns dann das nächste Mal halt ausgiebig, wen wir dann nehmen und so und wo wir mal gucken, wo wir jemand Schnuckeliges finden können. Moin! Er so, ich wollte was kochen. Er so, ich breche den Herd. Okay. Läuft auf jeden Fall. Aber unsere Geschicklichkeitsfähigkeit freut sich. Ich wusste immer, dass es so enden wird. Alles klar. Und nice, er hat Level auch Level 4 erreicht. Nice, dann können die eventuell morgen alle gealtert werden. Das heißt, wir können dann noch jemanden rausschmeißen und die beiden zum Teenie machen. Das wäre natürlich perfekt hier, ne? Na gut, ich würde dann aber auch sagen, wir beenden dann hier die Folge. Es ist wieder viel passiert und ja, wir sind jetzt zur Hälfte durch. Offiziell. Und das ist einfach nur Hardcore. Und ich kann mir das auch noch nicht so richtig vorstellen, aber ja, ich freue mich. Ich hoffe, wir sehen das. Ich hoffe, wir sehen das nächste. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!